Meine Damen und Herren, ich warte noch einen Augenblick, bis sich unser digitaler Raum gefüllt hat. Es geht gleich los. So, meine Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Web-Talk Lieferketten und Menschenrechte, Sorgfalt und Sorgenfalten im Mittelstand. Mein Name ist Patrick Walz, Leiter des Länderbüros Hessen und Rheinland-Pfalz der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und ich freue mich sehr, dass Sie zu diesem hochaktuellen Thema zugeschaltet haben. Wir haben ein diverses Panel, um diese Thematik aus unterschiedlichen Richtungen zu diskutieren. Sie können Ihre Fragen über die Frage- und Antwortfunktion unten in, eintippen und wir werden uns bemühen, sie auch aufzugreifen. Auf dem Panel begrüße ich zunächst einmal Frau Sandra Weser, Mitglied im Deutschen Bundestag für die Freien Demokraten. Sie wird auch im Anschluss an diese Veranstaltung eine Rede halten zum Lieferkettengesetz, ist also der richtige Ansprechpartner bei den Freien Demokraten. Sie ist Obfrau der FDP-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und war zuvor Vizepräsidentin in der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz. Guten Abend, Frau Weser. Ihr zur Seite steht Maren Leifke, Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei Brot für die Welt. Sehr geehrte Frau Leifke, auch ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Frau Leifke hat Jura studiert, hat beim Auswärtigen Amt ein Referendariat absolviert und in Sarajevo ein Projekt der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit begleitet. Und zuvor war sie bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig. Noch einmal herzlich willkommen, Frau Leifke. Vielen Dank. Ja. Und dann begrüße ich auch noch Herrn Dr. Kai Rinklake, geschäftsführenden Gesellschafter der Skylotec GmbH und Regionalkreisvorsitzenden der Familienunternehmer, aber auch in anderen Verbänden aktiv. Er wird heute die Stimme des Mittelstands sein und seine Position zu diesem Thema einbringen. Herr Dr. Rinklake, ich freue mich auch sehr, dass Sie heute hier sind. Ja, herzlichen Dank und guten Abend in die Runde. Damit alle Experten das Maximum von ihrem Wissen und ihren Positionen preisgeben können, haben wir natürlich auch eine Moderatorin, meine Kollegin Michaela Lisowski. Sie ist die Themenmanagerin Menschenrechte und Rechtsstaat der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Liebe Michaela, vielen Dank, dass du heute Abend die Moderation übernimmst. Michaela Lisowski hat zuvor in Nürnberg die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien aufgebaut, und zwar am Ort der Nürnberger Prozesse selbst und ist also auch hier mit Menschenrechtsfragen bestens betraut und wird uns durch den heutigen Abend führen. Ja, Michaela, dann the floor is yours, right? Genau, ich übergebe an dich. Ich wünsche uns allen einen erkenntnisreichen Abend und bedanke mich jetzt schon für die schöne Diskussion. Ja, lieber Patrick, liebe Panelisten, aber auch an Sie, liebes Publikum außen vor der Kamera, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben zu diesem hochaktuellen Thema Lieferketten und Menschenrechte. Und Sie haben gesehen vielleicht, dass einige von uns Panelisten schmunzeln mussten, als der Kollege Walz Sorgfalten und Sorgenfalten im Mittelstand, nämlich den Untertitel des heutigen Abends, präsentiert hat. Wirklich eine sehr, sehr auch wortreich witzige Betitelung der heutigen Veranstaltung, des doch eines sehr ernsten Themas. Ja, Corona macht uns Sorgen. Schon vor Corona haben wir uns eng befasst mit dem Thema Lieferkettengesetz. Ich verfolge das Thema jetzt in meiner Tätigkeit bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, wo ich zuständig bin für die internationale Menschenrechtsarbeit seit 2 Jahren, seit ich hier bin, und kann doch eine gewisse Entwicklung feststellen. Ein Grund, weshalb wir uns mit der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht beschäftigen, ist unter anderem die hohe Zahl immer noch an Kinderarbeit.
Diese Zahl ist zwar in den letzten Jahren gestiegen. UNICEF sagt dennoch, es gibt immer noch 73 Millionen Kinder weltweit, die wirklich unter Zwangsarbeit und Sklavenarbeit täglich arbeiten müssen. Und es gibt derzeit neue Prognosen. In den nächsten Wochen werden neue Zahlen erwartet von UNICEF wieder und von der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, dass die Zahlen an Kinderarbeit besonders durch Corona noch mal immens steigen werden. Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht ist aber nicht nur ein Thema weltweit und an anderen Orten, sondern auch hier bei uns. Und auch das hat uns Corona gezeigt und gelehrt. Wenn wir an die Fleischindustrie und die Diskussion denken, an die hohen Zahlen an Corona-Fällen, an die Arbeitsbedingungen vor Ort, aber wenn wir auch überlegen an die Diskussion und uns erinnern, im Mai, April letzten Jahres, wer kann denn jetzt den Spargel pflücken, weil es Diskussionen gab, wie können die Arbeiter in der Landwirtschaft wirklich eingeflogen werden, die dann überwiegend aus Rumänien oder anderen Ländern kommen, um sich dort den Arbeitsbedingungen vor Ort stellen und dafür sorgen, dass wir Spargel und Erdbeeren essen können. Es ist ein Thema, das aktuell ist, weil es in der politischen Diskussion jetzt wirklich weit fortgeschritten ist, sowohl in Deutschland. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir mit Sandra Weser eine Expertin da haben, die nicht nur aus der Praxis kommt, wirklich selber eine kaufmännische Ausbildung hat, Betriebswirtin und selber in einem Unternehmen, Familienbetrieb gearbeitet hat, also wirklich diese Expertise mitbringt, aber auch jetzt als Politikerin hautnah vor Ort uns berichten kann, wie der Stand der Dinge ist, uns aber auch informieren kann, wie ihre politische Position aussieht. Mit Herrn Dr. Rinklage eben einen promovierten Juristen und Wirtschaftsingenieur haben, der uns von seinem Betrieb vor Ort berichtet. Was hat sich bei ihm verändert durch Corona? Wie steht er zum Lieferkettengesetz? Und anfangen möchte ich mit Maren Leifker, die ich an dieser Stelle auch duzen werde, weil wir uns aus dem Forum Menschenrechte und der Menschenrechtsszene in Deutschland seit einigen Jahren kennen. Maren Leifker, ich würde dich bitten, uns einfach kurz einen Stand der Dinge, eine Information geben. Warum braucht es ein Lieferkettengesetz? Was ist der Stand der Dinge jetzt nach einigen Jahren? Und bitteschön. Ja, vielen Dank und genau, guten Abend auch nochmal von mir. Genau, und du hattest ja in deiner Einführung schon viele Beispiele aufgezeigt, wie das Thema Kinderarbeit, Arbeitsbedingungen in Deutschland, aber natürlich auch international, wo seit Jahren massive Probleme bekannt sind, aber man eben immer wieder zu dem Ergebnis kommt, dass man auf freiwilliger Basis nicht weiterkommt, dass sich die Zahl der Kinderarbeit nicht reduziert hat. Und auch Corona zeigt ja nochmal auf sehr dramatische Weise, dass die Auswirkungen dieser Krise, die ohne Frage auch hier für Unternehmen sehr massiv sind, aber sozusagen auf Beschäftigte entlang von Lieferketten, die Gehälter haben, die einfach nicht zum Überleben reichen, natürlich nochmal viel krassere Auswirkungen hat. Und deshalb sind Organisationen wie Brot für die Welt, für die ich ja arbeite, setzen sich eben schon seit langem dafür ein, dass verbindliche Regeln geschaffen werden, mit denen Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards entlang ihrer Lieferketten verpflichtet werden und die aber vor allen Dingen auch Menschen, die von schweren Unglücken, die wir sozusagen, die auch international bekannt geworden sind, wie dem Brand der Textilfabrik, in der KIK produziert hat und wo mehr als 250 Menschen gestorben sind, dass solche Menschen, anders als das bisher der Fall ist, eben auch eine Chance auf Entschädigung bekommen. Dafür braucht es unserer Meinung eben ein Lieferkettengesetz und deshalb haben wir 2019 die Initiative Lieferkettengesetz mitgegründet, die sich eben für ein wirksames Gesetz einsetzt. Das heißt also, dass Unternehmen entsprechend der internationalen Standards, die es in diesem Bereich schon gibt, zur Achtung von Menschenrechten und Umweltstandards verpflichtet werden. Und zwar entlang ihrer gesamten Liefer- und Wertschöpfungsketten. Und dafür, damit würde Deutschland auch kein Neuland betreten, sondern es gibt andere Länder wie Frankreich, die solche Gesetze schon haben. Und für so eine gesetzliche Regelung
sind nicht nur zivilgesellschaftliche Organisationen wie Brot für die Welt, sondern wir sind inzwischen eben wirklich ein extrem breites Bündnis, an dem 120 zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland beteiligt sind. Es sind eben auch Umweltverbände beteiligt, Gewerkschaften, zahlreiche kirchliche Stellen und Akteure. Aber sozusagen, es gibt diese Unterstützung nicht nur von zivilgesellschaftlicher Seite, sondern auch viele Unternehmen selber setzen sich für solche gesetzlichen Regelungen ein. Es gibt eine öffentliche Stellungnahme, die inzwischen, glaube ich, von rund 80 Unternehmen in Deutschland gezeichnet wurde. Es sind natürlich viele kleine Nachhaltigkeitsunternehmen wie VD, Tchibo dabei, aber eben auch große Unternehmen wie Hapag-Lloyd, Rewe. Also das heißt, die zeigen sozusagen mit ihrer Unterstützung auch, dass sie eben für so eine wirksame gesetzliche Regelung sind. Und zwar aus dem ganz einfachen, dass es eben vielfach Unternehmen sind, die sich bereits um den Menschenrechtsschutz entlang ihrer Lieferketten kümmern und natürlich nicht möchten oder nicht unter Konkurrenz leiden möchten, die das nicht tut, sondern die in diesem Bereich einfach gleiche Wettbewerbsbedingungen haben wollen und natürlich auch Rechtssicherheit durch klare gesetzliche Standards und Vorkommen. Und seit Januar gibt es jetzt auch noch ein Statement von Ökonomen in Deutschland, die sich eben auch für ein wirksames Lieferkettengesetz aussprechen und einfach sagen, sozusagen nur durch solche gesetzlichen Vorgaben können wir zu einer nachhaltigeren Wirtschaft in Deutschland gelangen. Und auch dieses Statement wurde inzwischen 120 Mal unterzeichnet. Also um das nochmal zu sagen, es gibt sowohl sozusagen von zivilgesellschaftlicher Seite, aber eben auch aus der Wirtschaft selber eine breite Unterstützung für dieses Gesetz. Wenn wir uns jetzt den gesetzlichen Prozess dafür in Deutschland angucken, dann sieht das so aus, dass ja in dem aktuellen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vorgesehen ist, dass die Bundesregierung gesetzlich tätig wird in diesem Bereich, unter der Voraussetzung, dass eine Überprüfung des nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Menschenrechte zu dem Ergebnis kommt, dass das nötig ist. Und diese Prüfung wurde im Sommer letzten Jahres abgeschlossen und hat sehr deutlich gezeigt, dass die freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen in diesem Bereich nicht ausreicht. Also konkret war es so, dass nur 13-17% der Unternehmen, die sich an dieser Umfrage beteiligt hatten, nachweisen konnten, dass sie menschenrechtliche Standards einhalten. Und daraufhin hat dann eben auch das Bundeskanzleramt bestätigt, dass sozusagen die Vereinbarung im Koalitionsvertrag jetzt greift und man gesetzgeberisch tätig werden will. Und seitdem muss man sagen, stockt dieser Prozess gewissermaßen, was daran liegt, dass sozusagen drei Ministerien federführend dafür zuständig sind. Auf der einen Seite das Bundesarbeitsministerium und das Bundesentwicklungsministerium, die schon sehr lange sich aktiv für ein solches Gesetz einsetzen. Und auf der anderen Seite eben das Bundeswirtschaftsministerium, was diesem ganzen Thema sehr kritisch gegenübersteht. Und in diesem Prozess, also wenn es sozusagen um die rechtliche Ausgestaltung dieses Gesetzes geht, auch einfach Forderungen stellt, die hinter den internationalen Standards, die ich erwähnt hatte und die es in diesem Bereich gibt, zurückbleiben. Weshalb die Einigung natürlich überaus schwierig ist und das jetzt für die anderen Ministerien, die in diesem Bereich sehr progressiv sind, jetzt nicht unbedingt leicht ist. Und das heißt, in dieser Situation sind wir jetzt und genau gleichzeitig sind wir uns ja auch alle darüber bewusst, dass die Legislaturperiode, in der dieses Gesetz eigentlich umgesetzt werden soll, jetzt einfach nicht mehr so lange geht, weshalb es natürlich ja problematisch ist, dass sozusagen diese Einigung oder die Versuche der Einigung sich jetzt schon so lange hinziehen. Genauso viel erstmal. Vielen Dank, liebe Maren, für den Stand der Dinge und für den Überblick hier. Frau Weser, im Anschluss, 2 Stunden ist es soweit. Sie müssen rüber ins Plenum. Sie sitzen gerade im Bundestag in Ihrem Büro und werden eine Rede halten zum Lieferkettengesetz. Wollen Sie uns verraten, was da wahrscheinlich vorkommt oder was Sie sagen werden? Ja, kann ich gerne machen. Frau Leifka hat ja tatsächlich jetzt auch schon ein Stück weit den aktuellen Stand beschrieben, dass der sehr festgefahren ist, muss man sagen. Es hat ja letzte Woche dieses Treffen im Kanzleramt gegeben, auch nochmal mit dem Vizekanzler und den zuständigen Ministern. Und tatsächlich dreht sich ein Großteil der Probleme eben um die zivilrechtliche Haftung.
wo Altmaier also auch rigoros sich dagegen ausspricht. Das unterstütze ich auch. Das Problem, was Herr Altmaier hat, ist, dass er einfach zu spät in die ganze Debatte reingeschleppt ist. Wir haben jetzt seit 2019 die Debatte ums Lieferkettengesetz, aber initiiert haben es letztendlich Heil und Müller. Und dann hat das Ganze eine gewisse Eigendynamik bekommen. Und Herr Altmaier, der, wo ich jetzt mal sagen würde, eigentlich doch ein großes Stück an Mitverantwortung hier trägt, ist erst sehr, sehr spät in den Prozess eingestiegen. Und dadurch hat man jetzt starke Rückrudereffekte, die man vielleicht hätte man am Anfang in der Kommunikation ein bisschen konstruktiver miteinander oder sich eingebracht, hätte man vielleicht da auch schon ganz andere Ergebnisse erlangen können. Ich möchte aber auch noch einen Punkt sagen zu dem Thema, warum redet man überhaupt über ein Lieferkettengesetz? Tatsächlich war ja diese Umfrage bei den Unternehmen der Ausschlag, das war ja auch im Koalitionsvertrag so festgelegt, dass wenn nicht 50% erreicht werden bei den Bemühungen der Unternehmen, dass man dann über ein solches Gesetz sprechen muss. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass viele Unternehmen überhaupt keine Chance hatten, diese Befragung mitzumachen, weil die Befragung an die Info@Adresse rausgeschickt worden ist und dadurch, ich sag mal, bei vielen im Spam gelandet ist oder erstmal in der Hauspost, die dann monatelang sich im Kreis gedreht hat. Deswegen mag ich jetzt auch mal zu bezweifeln, ob diese Zahlen tatsächlich richtig sind, die da im Raum stehen von knapp 17% der Unternehmen. Generell, niemand möchte ein T-Shirt oder ein Handy haben, was durch Kinderarbeit oder durch menschenunwürdige Bedingungen entstanden ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und da braucht man auch gar nicht zu diskutieren. Und dass es teilweise auch noch Schundluder gibt, ist auch richtig. Und wir müssen auch was machen. Und es sind ja schon sehr viele Bemühungen bei NGOs, bei entsprechenden Institutionen, was Sorgfaltspflichten etc. angeht. Auch bei den Unternehmen selber. Ja, viele Unternehmen erfüllen heute schon eigenverantwortlich ihre Sorgfaltspflichten, indem sie sich die selber auferlegt haben. Die Bedenken, die ich bei diesem nationalen Lieferkettengesetz habe, ist einfach, dass es einen nationalen Flickenteppich schafft innerhalb von Europa und dass wir damit auch ein ökonomisches Ausweichverhalten der Unternehmen erzwingen oder bekommen, die vielleicht dann eher ein schwarzes Schaf sind oder die einfach sagen, ich kann das nicht erfüllen. Ja, dann gehe ich eben ins europäische Ausland. Also ist es doch wichtig, dass wir, wenn schon, eine europäische Lösung finden und dann bitte auch auf der europäischen Lösung zu tragbaren Bedingungen. Das Thema wird generell, glaube ich, sowieso viel zu emotional diskutiert. Man müsste da ein Stück weit lösungsorientierter dran, pragmatischer. Was ist überhaupt leistbar? Was kann ein Unternehmen überhaupt leisten? Wir werden es ja gleich von Dr. Ringklage auch noch mal hören. Was kann ein mittelständischer Betrieb überhaupt machen, der jetzt nicht wie ein Großkonzern vielleicht 20 Leute noch in der Rechtsabteilung sitzen hat? Und wenn man dann mal schaut, ich habe vielleicht noch Überblick über meine 200 Direktlieferanten, aber die haben ja auch wieder hunderte von Lieferanten und die haben auch wieder Lieferanten. Also wie soll der deutsche Unternehmer am Ende des Tages tausende von Zulieferern kontrolliert bekommen, was die Regierung hier in Deutschland ja auch nicht hinbekommt? Ich meine, da ist ja die Frage, worauf hat denn jetzt ein Herr Müller oder ein Herr Heil gewartet, um diese Missstände in den Griff zu bekommen? Es ist ihm nicht gelungen. Und jetzt versuchen wir es eben über die Unternehmer abzuwälzen. Und das geht in diesem Maße nicht, weil eben auch gerade der Mittelstand teilweise überhaupt nicht die Möglichkeiten diesbezüglich hat. Und deswegen plädiere ich auch nicht nur für ein europäisches Gesetz, aber eben auch ein Gesetz, was erst bei einer gewissen Größenordnung greift. Die Franzosen haben es ja auch. Die haben, ich glaube, ab 5.000 Mitarbeiter. Also insofern, da kommen wir auch schon in Unternehmensgrößen rein, wo die rechtlichen Bedingungen auch da sind, was Rechtsabteilungen etc. angeht. Und ich muss mir natürlich überlegen, wenn ich einen Auftrag, ich übertreibe jetzt mal für 100 Euro habe, kann ich nicht 120.000 Vorlieferanten noch abprüfen. Also ich muss auch letztendlich eine gewisse Umsatz- oder Auftragsgröße dagegen setzen, dass sich das Ganze entsprechend lohnt. So, und dann kommen wir auch noch zu dem Thema zivilrechtlicher Haftung. Das ist, glaube ich, das dickste Brett, was hier gebohrt werden muss. Und wenn es jetzt darum geht, einfach nur die Unternehmen
vor Gericht zu stellen, an den Pranger zu stellen und im Prinzip dann für Dinge verantwortlich zu machen, die überhaupt nicht teilweise nachvollziehbar sind, dann ist das auch nicht in Ordnung und es ist auch nicht gerecht. Und insofern, um es jetzt einfach mal kurz zu machen, weil wir wollen ja auch noch diskutieren, lehnen wir als Freie Demokraten dieses nationale Gesetz, so wie es momentan im Raum steht, genaue Details sind ja auch noch gar nicht da, was jetzt Unternehmensgröße etc. angeht, aber so wie es aktuell andiskutiert ist, ab. Und wie gesagt, bevorzugen da lieber eine europäische Regelung, die eben auch entsprechende Rechtssicherheit für den gesamten Raum schafft. Und ich glaube, auch nur als EU haben wir das ökonomische Gewicht, überhaupt Standards weltweit durchzusetzen. Wenn wir Deutschen alleine damit losziehen, glaube ich, ist das Ergebnis eher gering. Das wäre es erstmal von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Und jetzt kommen wir noch mal vielleicht zu dem Punkt Sorgenfalten oder Sorgfalt, Herr Dr. Ricklage. Uns würde interessieren, geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick in Ihr Unternehmen. Was produzieren Sie? Hat sich was verändert durch Corona? Und dann haben Sie mir vorher kurz erzählt im Vorfeld, Sie hatten auch einen Brief an den Minister Heil bezüglich des Lieferkettengesetzes schon geschrieben. Ja, da würde mich natürlich besonders interessieren, was da drin stand. Ja, an Herrn Müller hatte ich einen Brief geschrieben. Ja, vielen Dank. Kurzer Einblick in das, was wir tun. Wir sind Hersteller von Arbeitsschutzausrüstungen, schwerpunktmäßig Absturzsicherungen. Das heißt, unser Unternehmenszweck ist eigentlich schon, Menschen zu sichern. Und im Schwerpunkt gegen Absturz. Durch Corona hat sich einiges geändert. Wir haben unser Programm erweitert und wie viele andere auch das Thema Atemschutz und medizinische Schutzmasken mit ins Programm aufgenommen und produzieren das eben jetzt auch. Warum haben wir das getan? Zum einen, weil natürlich ein Engpass an Bedarf an diesen Produkten da war. Zum anderen, weil wir uns da in einem Normenkreis bewegen, im regulatorischen Umfeld, in dem wir uns auskennen. Qualitätssicherung und so weiter ist nichts anderes als das, was wir eh schon tun mit unseren Produkten. Und deswegen haben wir uns entschieden, diesen Schritt zu gehen. Zum einen, um natürlich zu helfen, die Pandemie zu bewältigen. Zum zweiten auch, um im Unternehmen etwas zu tun. Wir hatten auch Leute in Kurzarbeit und waren froh, dass wir dann Möglichkeiten gefunden haben, eben dadurch ein neues Projekt, neue Themen, neue Produktionsthemen anzugehen und unsere Leute zu beschäftigen und sicher durch die Krise zu kommen. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, was der Zweck des Gesetzes ist und dass wir alle unterstützen, das, was das Gesetz erreichen will, nämlich Menschenrechte durchzusetzen auf globaler Ebene. Wer sich dagegen stellen würde, der hätte wahrscheinlich nicht alle Latten am Zaun, auf Deutsch gesagt. Das wollen wir alle. Ich halte das Gesetz nur für untauglich, dieses Ziel zu erreichen. Und das habe ich im Wesentlichen auch Herrn Müller geschrieben und meine Bedenken dazu geschrieben. Warum? Weil wir hier ein Gesetz haben, das erhebliche Lasten den Unternehmen aufbürdet in Deutschland, weil wir hier einen nationalen Alleingang machen, der uns im Wettbewerb mit anderen europäischen Staaten, aber auch außereuropäischen Staaten nach hinten werfen wird. Es wurde eben gesagt, es gibt schon solche Gesetze in Frankreich. Sandra Weser hat freundlicherweise da auch schon korrigiert, dass es dort nur wenige Unternehmen betrifft. Das französische Gesetz betrifft eigentlich nur die 150 größten Unternehmen ab 10.000 Beschäftigten. Und allein durch diese Größenordnung ist es natürlich viel leichter, sich mit so einem Thema zu beschäftigen, als für ein Mittelstandsunternehmen mit 500 Beschäftigten. Gleichzeitig ist das französische Gesetz auch nicht direkt mit Rechtsfolgen und Klagerechten verknüpft. Die Unternehmen müssen berichten, müssen einen Plan aufstellen, müssen das, was sie für erforderlich halten, umsetzen. Aber was passiert danach? Da ist das französische Gesetz nicht sehr verbindlich. Das Gesetzesvorhaben, so wie es jetzt in Deutschland diskutiert wird, ist da deutlich konkreter. Und begründet wird es, dass man so konkret werden muss mit der Umfrage, dem nationalen Aktionsplan, der wohl ergeben haben soll, dass die Unternehmen zu wenig tun. Da möchte ich auch korrigieren, das habe ich auch Herrn Müller geschrieben. Frau Leifke hat eben gesagt, 13-17%. Meiner Information nach waren es 17%, nicht 13. Und wie sind die 17 zustande gekommen? Die erste Umfrage zu diesem Aktionsplan, wie er im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, um herauszufinden, ob weniger als die Hälfte der Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen, weil sonst die Koalitionsfraktionen, Parteien sich schon einig waren, besteht kein Handlungsbedarf. Die erste Umfrage fiel genau in die Corona-Zeit.
wurde von einer Beratung durchgeführt mit einer schwachen Adressbasis, landete bei den meisten Unternehmen entweder direkt im Spam-Ordner oder an irgendeiner Info-Ad oder sonst was Adresse, wo sie nicht bearbeitet wurde. Und es gab so wenige Rückläufer, dass man eine zweite Umfrage gemacht hat. Und auch diese war von der Fragestellung meiner Meinung nach nicht ergebnisoffen. Ja, ich weiß von einem Unternehmen, das sehr viel tut im Bereich Lieferketten und im Bereich Nachhaltigkeit der Lieferketten und soziale Verantwortung, ein großer deutscher Schuhhersteller und Importeur und Händler. Er hat zum Beispiel die Frage der Risikobewertung der Transporte zwischen den Werken mit liegt nicht vor, beantwortet, weil er vor Ort Verträge mit seinen Lieferanten hat, dass die diese Risikobewertungen durchführen. Aber er selber hat sie halt nicht, musste deswegen selber ankreuzen, dass er die Risikobewertung nicht hat, was dazu führte, dass er zu denen gezählt wurde, die nichts tun im Bereich Nachhaltigkeit und im Bereich Lieferketten und Sorgfaltspflichten. Und das ist keine angemessene Wertung, wenn man eben diese Sachen geregelt hat, nur in einer anderen Art und Weise durch Verträge mit Lieferanten. Also da wurde meiner Meinung nach sehr in Richtung eines gewollten Ergebnisses gefragt, um eben ein Gesetz nach vorne zu schieben. Ein Gesetz, was jetzt, Sie haben es eben auch schon gesagt, Verpflichtungen, die die Politik über Jahre nicht durchgesetzt hat, bis zum jüngsten Tage in einem deutsch-chinesischen Handelsabkommen nicht geschafft hat durchzusetzen, werden jetzt auf Unternehmen abgewälzt. Und ich könnte mich jetzt auch auf die Position zurückziehen, ja, betrifft uns nicht, machen wir das halt, ist für uns jetzt kein Problem. Nur wäre das aus meiner Meinung nach nicht richtig, nur die eigene Sichtweise zu sehen. Wir haben eben 80 Unterstützer zitiert, vorwiegend kleine Unternehmen. Ja, viele von denen werden wahrscheinlich sagen, bin ich betroffen, also unterstütze ich das mal. Oder Unternehmen, die Sie genannt haben, die im Bereich Nachhaltigkeit sehr aktiv sind, Frau Leifker, die aber mit eigenen Werken in Asien produzieren, haben natürlich ein Interesse daran, dass Unternehmen, die das nicht tun, auch belastet werden. Ja, und nicht nur Sie mit Ihren Werken in Asien sich darum kümmern müssen, sondern andere Unternehmen auch. Und ich glaube, das sind keine geeigneten Argumente, um für dieses Gesetz zu sprechen. Denn wenn es so umgesetzt würde, werden den Unternehmen bei uns erhebliche Pflichten, Sorgfaltspflichten aufgebürdet, Dokumentationspflichten mit sehr wenigen, was konkret ist. Auch bei uns im Familienunternehmerverband gibt es einige Unterstützer, die für ein Gesetz sind, weil sie sagen, dann habe ich endlich mal eine gesetzliche Regelung und nicht dieses Damoklesschwert über mir, dass wenn mal sowas passiert wie tragischerweise bei den Textillieferanten von KIK, dass ich dann in einem rechtsfreien Raum bin, sondern dann habe ich ein Gesetz. Nur das, was jetzt diskutiert wird, schafft noch mehr rechtsfreien Raum, weil es sehr unkonkret ist, sehr viele Sorgfaltspflichten und Dokumentationspflichten abwälzt auf die Unternehmen und dann auch noch mit einem Klagerecht versieht, dass es theoretisch möglich macht, dass in 20 Jahren oder noch später jemand, der irgendwo in einer Textilfabrik gearbeitet hat, in Deutschland klagt und sagt, ich bin jetzt krank, weil ich vor 20 Jahren für Sie haben es eben genannt, KIK oder wen auch immer, produziert habe. Und dann liegt die Beweislast bei einem deutschen Unternehmen dafür, was vor 20 Jahren am anderen Ende der Welt passiert ist. Und selbst wenn dort sämtliche Rechtsvorschriften, Gesetze, Handelsabkommen, alles eingehalten wurden, soll dann ein deutscher Richter entscheiden, ob 20 Jahre vorher das deutsche Unternehmen was falsch gemacht hat. Ich behaupte mal, allein mit der Beweisführung oder Beweiswürdigung wäre jedes Gericht überfordert. Und die Unternehmen werden damit überfordert, für alle Zeiten eben so eine Beweisführung vorzubereiten. Deswegen bin ich gegen das Gesetz, so wie es jetzt ist, nicht gegen das Thema an sich. Vielen Dank, Herr Dr. Rinklake. Ja, Mahnleifke, was tut die Initiative Lieferkettengesetz, um die Sorgen von einem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens wie bei Herrn Dr. Rinklake ernst zu nehmen? Wie können wir ihm helfen? Naja, also was wir in der aktuellen Debatte natürlich immer machen, ist sozusagen auf die internationalen Standards, die es in diesem Bereich gibt, mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und auch den OECD-Leitsätzen zu verweisen und die eigentlich ziemlich klar machen, was von Unternehmen zu verlangen ist. Und auch eine praktikable Herangehensweise für Unternehmen vorsehen. Also ich will vielleicht einfach mal auf zwei Punkte eingehen. Also zum einen ist ja in diesem Sorgfaltsansatz der Online-Prinzipien das Prinzip der Angemessenheit vorgesehen, nachdem klar ist, dass jetzt nicht von jedem Unternehmen das Gleiche verlangt wird,
sondern dass natürlich ein Unternehmen, was sehr groß ist, was einen sehr großen Einfluss auch beziehungsweise auf Menschenrechtsproblematiken vor Ort beispielsweise hat oder diese eventuell sogar verursacht hat durch eine eigene Produktion, dass von so einem Unternehmen natürlich mehr erwartet werden oder werden muss als von einem sehr kleinen Unternehmen, was beispielsweise irgendwo nur 10% bezieht und auch total entfernt ist. Also das heißt genau diese Differenzierung, dass wir es hier natürlich mit unterschiedlichen Unternehmen zu tun haben, ist dort bereits angelegt. Und vielleicht auch der eine Punkt, Frau Wieser, den Sie ja erwähnt hatten, ja, das ist sozusagen der zweite Ansatz. Ja, wie sollen Unternehmen das denn leisten, dann seine ganzen 1000 Zulieferer alle 14 Stufen der jeweiligen Lieferketten zu überprüfen, das kann ein Unternehmen noch gar nicht leisten. Was sozusagen diese internationalen Ansätze, die es gibt, was daran auch sehr wichtig ist, ist eben ein risikobasierter Ansatz. Das bedeutet, dass ein Unternehmen natürlich nicht alles auf einmal in den Blick nehmen muss, sondern es soll sich einfach einen Überblick über seine Risiken verschaffen und dann dort, wo es bestimmte Risiken feststellt, tiefer reingehen und da sich auch dann gegebenenfalls wenn sich die Situation vor Ort ansehen. Und dafür gibt es inzwischen total hilfreiche Tools, auch beispielsweise von der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung, die beim BMZ angesiedelt ist, extra eins für kleine und mittelständische Unternehmen, wo man sich wirklich innerhalb von kurzer Zeit nach seinem Profil, was man als Unternehmen hat, einfach einen Überblick über Risiken beschaffen kann. Viele Risiken sind inzwischen ja weithin bekannt. Also wenn ich beispielsweise Kobalt in meinen Produkten verwende, dann weiß ich, ich habe ein erhebliches Risiko für Kinderarbeit und Konflikte oder Konfliktverschärfung. Und da muss ich mir solche Sachen natürlich genauer angucken. Aber ich muss jetzt nicht in allen Lieferketten, wo es meinetwegen auch gar keine Probleme gibt, wo ich Sachen vielleicht aus Deutschland beziehe oder was weiß ich, da so tief reingehen. Also das sind sozusagen genau, unserer Meinung nach Ansätze oder was wir halt auf jeden Fall immer stark machen, ist halt genau dieser Punkt zu sagen, das ist also dieser Sorgfaltsansatz, das, was hier gesetzlich vorgeschrieben werden soll, das ist was, das haben wir uns nicht ausgedacht, das haben sich auch BMZ und BMAS nicht ausgedacht, sondern wir haben es hier mit internationalen Standards zu tun, die im Übrigen auch konsultiert, also sozusagen erarbeitet wurden, wobei man internationale Unternehmensverbände und auch Unternehmen konsultiert hat. Diese Standards sind orientiert an Risikomanagementsystemen, die viele Unternehmen völlig selbstverständlich umsetzen. Also das ist jetzt nicht was, genau, was irgendwie so völlig unpraktikabel ist. Und als die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet wurden, hat beispielsweise die International Organization of Employers halt auch extra nochmal diesen pragmatischen Ansatz hervorgehoben. Genau, das vielleicht dazu. Ich hätte sonst auch noch das Bedürfnis, zu ein paar anderen Punkten was zu sagen, aber vielleicht stelle ich das jetzt erstmal zurück. Vielen Dank. Ja, Frau Weser, also Ihre Chance, jetzt auch direkt nochmal auf die beiden Vorredner nochmal einzugehen. Und dann haben Sie auch schon eine direkte Frage, die an Sie gerichtet wurde im Chat, nämlich, was machen Sie ganz konkret als Abgeordnete? Sie sagten, Sie setzen sich besonders für eine europäische Lösung ein. Und da ist die Frage, was tun Sie dafür? Wie forcieren Sie das? Eine direkte Frage aus dem Chat an Sie. Ja, kann ich gerne machen. Also unter anderem, dass ich heute Abend auch auf so einem Panel sitze. Aber natürlich haben wir auch zu unseren Kollegen im Europäischen Parlament einen permanenten Austausch. Svenja Hahn treibt das Thema für uns im Europäischen Parlament. Und natürlich ist dann ständiger Austausch gefragt. Und durch die parlamentarische Arbeit, ganz klar, ja, durch Anträge, durch Austauschrunden, ähnlich wie jetzt hier heute Abend. Und natürlich, irgendwo muss ja auch die Inspiration herkommen, durch viele, viele Gespräche von den oder mit den Unternehmen. Und da wollte ich jetzt, also wenn ich da jetzt direkt mal nochmal zu der Frau Leifkart rüberkommen darf, wenn das ja so ist, wie Sie das sagen, hört sich das für mich ganz toll an, weil diesen pragmatischen Ansatz, den wünschen wir uns ja alle. Ich glaube, die Problematik ist aber, dass wir aktuell durch diese ganze Debatte um das Lieferkettengesetz eine extreme Verunsicherung auch haben in der Unternehmerschaft. Und wir haben, wenn jetzt teilweise Lieferverträge abgeschlossen werden unter Unternehmen,
versichern sich die Großen schon durch Vertragsklauseln, dass die Gesetze, die noch gar nicht erlassen sind, aber de facto schon eingehalten werden. Das heißt, die kleinen Unternehmen bekommen jetzt schon in ihr Aufgabenheft geschrieben, sie möchten doch bitte das Lieferkettengesetz, was es noch gar nicht gibt, dann auch später einhalten. Und da kommen wir doch in diese ganze Spirale mit rein, dass auch ein kleines Unternehmen, das sich dann vielleicht mal durchrechnet, wie groß sind denn die Risiken, die ich jetzt hier trage, weil der Unternehmer eben auch oftmals mit seinem Privatvermögen in den Unternehmen mit drin ist, sagt, kann ich mir das überhaupt noch erlauben, wenn dann am Ende des Tages eine Klage auf mich zukommt, die ich vielleicht so jetzt noch gar nicht abschätzen kann. Und dann, und das verstehe ich eben nicht, das ist für mich so ein bisschen diese Schizophrenie auch an der Sache, weil ich verstehe schon, was dieses Lieferkettengesetz machen möchte. Und ich glaube, da hat auch eben Kai Rinklage ja gesagt, es will ja keiner irgendwie hier menschenunwürdige Bedingungen oder Kinderarbeit oder Sklaverei fördern. Aber eigentlich das Gute zu tun, das verhindern wir meiner Meinung nach mit diesem Lieferkettengesetz, weil am Ende des Tages werden sich die Unternehmen, die nicht imstande sind, diese ganzen Standards zu erfüllen, sich aus diesen Märkten in dritten Ländern etc. zurückziehen. Und wenn wir mal in diese Länder reisen, wo diese Unternehmen momentan noch aktiv sind, die machen ganz, ganz viel für die gesellschaftliche Entwicklung. Die haben zum Teil Ausbildungszentren mit angegliedert in ihren Unternehmen. Die machen Community-Arbeit. Und das sind alles Sachen, die die Entwicklung des Landes vor Ort auch vorantreibt. Und das würde meiner Meinung nach eher rückläufig, weil Unternehmen sich einfach aus diesen Ländern, wo sie sich eben nicht mehr so sicher sind, zurückziehen. Und dann haben wir diesen Wandel durch Handel, den die Freien Demokraten auch immer befürworten, würden wir damit ein Stück weit konterkarieren, meiner persönlichen Meinung nach. Also das wäre jetzt vielleicht, und dann noch, ich war mir eben auch noch so durch den Kopf gegangen, wie mache ich das denn? Es gibt ja tolle Möglichkeiten, das alles überprüfen zu lassen, ohne dass das Unternehmen sich da nicht persönlich drum kümmert. Klar kann ich noch ein Zertifizierungsunternehmen beauftragen. Ich glaube, der TÜV, der reibt sich schon die Hände, ja, aber das bedeutet eben noch einen Kostenpunkt mehr, noch mehr Bürokratie, die ich einhalten muss. Und am Ende des Tages steht immer der Unternehmer, der das alles leisten muss. Und deswegen plädiere ich dafür, pragmatische Ansätze zu finden und die Unternehmer, die zu großen Teil wirklich mit viel Engagement in diesen Ländern auch unterwegs sind und von sich aus die ganzen Arbeitsstandards auch einhalten, lasst uns die doch unterstützen, lasst ihnen helfen, eben durch pragmatische Ansätze, ja, dass man vielleicht dann Möglichkeiten schafft, diese Standards ein Stück weit besser zu implementieren, aber nicht bitte durch ein Gesetz, wo am Ende des Tages dann der Unternehmer vor Gericht steht und vielleicht mit Haus und Hof noch haften muss. Ja, genau dieser Punkt der zivilrechtlichen Haftung, der war auch Ihre Sorge, Herr Dr. Rinklage. Verfolgen Sie die Entwicklungen der Großen? Es gibt ja einige, die schon Blockchain einsetzen. Sehen Sie da die Entwicklungen und bereiten Sie sich insgeheim dann doch schon vor, dass dieses Gesetz kommen wird? Oder wie verfolgen Sie die Debatte jetzt im Vergleich zu den Großen? Es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Also das gerade zitierte, dass die Großen dann ihre Verantwortung auf die Kleinen abwälzen. Das ist kein theoretisches Beispiel. Das ist bei uns gerade aktuell ein Verhandlungsstand mit einem großen Kunden, der auch noch in Großbritannien sitzt und das Thema Lieferkettengesetze, entsprechende Sorgfaltspflichten, genauso wie das Thema Brexit, komplett im Vertrag auf uns abwälzen möchte. Ja, also es ist noch nicht geklärt, wie die Ware nach England kommt, aber für einen Lieferverzug sollen wir schon mal verantwortlich sein, genauso eben auch für solche Sorgfaltspflichtthemen, die noch gar nicht geklärt sind. Das ist Standard, das ist kein theoretisches Beispiel, sondern Praxis. Und ich tue mir auch schwer mit der Argumentation, ich habe es eben ja schon mal gesagt, manche Unternehmer teilen das ja auch und sagen, wenn ich ein Gesetz habe, dann weiß ich, wo ich dran bin. Und Frau Leifke hat auch immer gesagt, das Gesetz regelt von der Angemessenheit. Man wird nicht von einem großen Unternehmen das Gleiche erwarten, von einem kleinen. Man muss es halt nach dem Fall werten. Ja, nur wo steht das? Und woher weiß ich, was wie gewertet wird? Und vor allen Dingen auch, was vielleicht in 10 oder 20 Jahren so gewertet wird, wenn dann das Individualklagerecht mal von jemandem gezogen wird. Woher soll der Unternehmer das jetzt wissen, was angemessen ist und sich entsprechend verhalten? Da wird ein rechtsfreier Raum für mich geschaffen, also ein Rahmen, und innerhalb dessen
kann man was tun. Und ob das das Richtige war, erfährt man dann, wenn es zu spät ist. Und das ist eben keine Regelung, die ich befürworten kann, wo ich sage, ja, das ist ein Orientierungsrahmen, sondern deswegen sagte ich eingangs auch aus meiner Sicht ein untaugliches Gesetz. Denn wenn wir als Maßstab jetzt mal zum Beispiel die OECD-Leitsätze nehmen würden oder nehmen, da steht Menschenrechte. Was sind Menschenrechte? Wenn man die UN-Charta zugrunde legt, die Allgemeine Menschenrechtskonvention, da stehen da zum Beispiel auch so Dinge drin wie Meinungsfreiheit oder die Freiheit, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Wie soll ich in China die Freiheit durchsetzen, sich gewerkschaftlich zu organisieren oder seine Meinung frei zu sagen, wenn der Reihe nach Menschen verhaftet werden, die ihre Meinung sagen, bis hin zu den reichsten Milliardären des Landes, die dann plötzlich mal für ein paar Tage verschwinden. Wie soll ein deutsches Unternehmen das durchsetzen? Das kann man natürlich sagen, ja, das ja natürlich nicht, das ist ja nicht machbar. Ja, aber wo steht das? Es steht nicht im Gesetz, sondern nach dem Wortlaut des Gesetzes sind wir als Mittelstand, wir als deutsche Wirtschaft, für all das verantwortlich. Und wenn die deutsche Politik das schon nicht im Handelsabkommen mit China durchgesetzt bekommt, dann möchte ich diese Verantwortung bitte nicht haben, sondern ich halte es dann für angemessen, diese Verantwortung nach Brüssel zu geben, wo sie auch hingehört, und das auf einer europäischen Ebene zu regeln. Denn dann haben wir in Europa gleiche Wettbewerbsbedingungen. Und dann sinkt der Reiz abzuwandern für deutsche Unternehmen. Und dann ist auch dahinter ein Druck, denn mit der EU haben wir die einzige Chance, überhaupt einen entsprechenden Druck auf bestimmte Länder auszuüben und auch was zu erreichen. Ja, die Abgabe der Verantwortung von Politik auf Unternehmen, Marin Leifka, die konkrete Sorge, die Herr Dr. Rinklage geäußert hat, Beispiel China, das erwähnt wurde, dort ist uns die Menschenrechtslage bekannt, die extrem schlechte. Wie kann er es als Unternehmer garantieren, gerade so eine Forderung zur praktisch gewerkschaftlichen Vereinigung, Versammlungsfreiheit? Ist es Aufgabe des Unternehmers oder wäre es die Aufgabe unter einem deutschen Lieferkettengesetz? Ich glaube, in dem Bereich ist es wichtig, dass sozusagen jeder die Verantwortung wahrnimmt, die er in seinem Einflussbereich wahrnehmen kann. Und ein Unternehmen hat da genauso einen Einfluss über Geschäftspolitik, über Vertragsbeziehungen, die sozusagen unabhängig von der staatlichen Verantwortung ist. Aber der Staat muss daneben natürlich trotzdem auch seine Verantwortung im Rahmen der internationalen Beziehungen wahrnehmen und im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ja völlig klar. Aber es kann nicht halt die Aufgabe von quasi einer Partei sein, sondern es ist muss eine Verantwortung auf allen Ebenen, die dort wahrgenommen werden muss. Genauso müssen natürlich auch Konsumenten und Konsumentinnen und Investoren zunehmend ihre Verantwortung in diesem Bereich wahrnehmen. Also ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Und zu dem konkreten Beispiel China, ja, das ist natürlich dann immer, tatsächlich hatten Sie ja selber auch schon gesagt, das Totschlagargument, womit man dann gerne kommt, um zu zeigen, ja, das ist ja alles völliger Quatsch und funktioniert nicht. Was in dem Zusammenhang aber auch wichtig ist, ist, dass sozusagen diese Sorgfaltspflichten, also vielleicht auch nochmal, um das kurz klarzustellen, also weil ich finde, sozusagen in Ihren Beiträgen, Herr Rinklage, klingt es immer so ein bisschen so, als hätten wir jetzt hier schon irgendwie einen Referentenentwurf vorliegen und da ist das alles so ausgestaltet und das ist irgendwie alles völlig blödsinnig, wie das da vorgesehen ist. Das haben wir ja noch nicht. Und natürlich ist es letztendlich eine Frage der Ausgestaltung. Ich würde dem deutschen Gesetzgeber aber zutrauen, dass er das in einer Art und Weise ausgestaltet, die rechtssicher ist, die für Unternehmen vorhersehbar ist und halt auch einhaltbar ist mit den internationalen Standards, die es in diesem Bereich gibt. Und der internationale Standard sagt, dass diese Sorgfaltspflichten natürlich von Unternehmen jetzt nicht verlangen können, dass sie irgendwie garantieren, dass in China die Meinungsfreiheit gewährt wird, weil darauf hat ein Unternehmen natürlich gar keinen Einfluss. Von Unternehmen wird man aber wohl verlangen können, und so sind diese Pflichten auch sozusagen angelegt, dass es sich zumindest darum bemüht, in seinen vertraglichen Beziehungen dieses Thema zumindest mal anzusprechen, Awareness dafür zu schaffen, seine eigenen Verträge so auszugestalten, dass es nicht zu einer Verschlechterung der Situation kommt, beispielsweise indem ich Preise zahle, die keine angemessenen Löhne erlauben, indem ich ganz kurze Lieferfristen vereinbare, wo ich weiß, okay, da müssen jetzt die Leute im Zweifel massive Überstunden schuften, um das überhaupt erreichen. Nur darum geht es sozusagen, diese Verantwortung halt in einem eigenen Einflussbereich
wahrzunehmen, sich um eine Verbesserung der Zustände zu bemühen, aber nicht zu garantieren, dass irgendwie in China von einem Tag auf den anderen keine Menschenrechtsverletzungen mehr passieren. Genau. Und diese, ja, Sie hatten ja selbst auch die OECD-Leitsätze angesprochen. Da würde ich schon sagen, dass für viele Bereiche, wie beispielsweise den Textilienbereich, den Bereich Rohstoffe, schon ziemlich konkret auch dargelegt ist, was kann man denn eigentlich von einem Unternehmen verlangen? Und in einer einigermaßen geschickten gesetzlichen Ausgestaltung würde das natürlich so aussehen, dass man da nicht nur reinschreibt, Unternehmen müssen eine angemessene Sorgfalt einhalten, sondern dann eben auch formuliert, okay, was sind denn die Kriterien der Angemessenheit, nach denen sich das richtet? Auch diese Kriterien sind schon in den UN-Leitprinzipien angelegt. Da geht es eben um die Schwere der drohenden Verletzung, ob die wieder gut zu machen ist, wie groß der Einfluss ist, ob das ein direkter Zulieferer ist, ob das, ob man das selber verursacht hat. Solche Prinzipien, genau, würde man dann halt einfach im Zweifel formulieren. Wenn ich da kurz darauf antworten darf, dann würde ich mir an der Stelle wünschen, weil wir sagen, es ist noch kein Referentenentwurf. Also meine Meinung ist, da wäre den Anfängen, denn wenn der da ist, ist meistens wenig zu bewegen. Und das, was jetzt diskutiert wird, geht halt eben genau nicht in die Richtung, die Sie jetzt beschrieben haben, wie es gut wäre. Ja, dass halt eben klare Kriterien, die auch umsetzbar sind, vorgesehen werden, sondern es ist eben sehr weit. Und Dinge wie das Individualklagerecht und die Dokumentationspflichten auf unbestimmbare Zeit, die machen das Ganze eben gefährlich und nicht umsetzbar und aufwendig. Und wenn ein Gesetz Kriterien haben sollte, das würde ich begrüßen, dann fände ich es aber gut, wenn man genau darüber jetzt sprechen würde und auch mit der Wirtschaft sprechen würde und eben diese Kriterien diskutieren würde und offen fragen, was ist denn machbar, was ist denn nicht machbar? Wie weit könnt ihr denn in der Lieferkette überhaupt eure Lieferanten überblicken? Und wann endet das? Wir haben eine Umfrage gemacht bei den Familienunternehmern. Da war der Durchschnitt der Lieferanten, die in solchen Ländern ist, sind die in Frage gekommen, bei 55 Lieferanten bei kleinen und mittleren Unternehmen, haben 55 Lieferanten im Tier 1. An zweiter Stelle im Tier 2 bereits annähernd 1000 Lieferanten. Wer soll die überblicken? Aber dass man diese Themen eben dann jetzt auch mal mit der Wirtschaft besprechen würde und in dieses Gesetzesvorhaben einfließen lassen würde, statt zu sagen, das gehört so und die Wirtschaft muss das richten und Sorgfaltspflicht reicht als hinreichende Bestimmung dessen, was der Unternehmer zu tun hat. Ja, ich glaube, das ist auch gerade so diese vergiftete Debatte, die wir momentan haben. Also es wird permanent über dieses Lieferkettengesetz gesprochen. Es liegt aber aktuell ja nichts Konkretes vor. Es gibt viele Gerüchte und so Funkflur, was eventuell drinstehen könnte. Und natürlich die Schnellen unter den Unternehmern, haben wir eben schon drüber gesprochen, die machen dann direkt in ihren neuen Verträgen schon mal entsprechende Klauseln, um das abzudecken. Aber dadurch ist halt diese große Verunsicherung da. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt über noch keinen Gesetzentwurf sprechen, wäre es allerdings an der Zeit, zumindest mal die Info rauszugeben, was wird denn überhaupt in welchem Umfang ungefähr erwartet, um einfach mal den Druck auch aus der Debatte zu nehmen, der ja teilweise auch sehr emotional geführt wird oder die emotional geführt wird. Und wenn man jetzt mal ganz konkret überlegt, ich kann tatsächlich meiner persönlichen Meinung nur leisten, Tier One. Also ich habe vielleicht noch Einfluss auf meinen direkten Lieferanten, aber alles, was dahinter liegt, da wird es auch schon schwierig. Klar gibt es mittlerweile auch bei manchen Branchen Möglichkeiten, jetzt wie bei dem grünen Knopf oder auch in bestimmten Metallen oder so, dass man gewisse Verfolgungsmöglichkeiten hat. Aber es ist beileibe noch nicht in allen Branchen so. Und selbst beim grünen Knopf wissen wir ja auch noch gar nicht, ob tatsächlich die Hochglanzbroschüren, die das BMZ da auflegt, ob die wirklich auch so das versprechen, was sie aussagen. Weil wir können es eigentlich erst in ein paar Jahren sagen, ob wirklich alles so gegriffen hat, wie man sich das vorstellt. Also ich glaube nochmal, dieses Thema Unsicherheit ist ein Riesenpunkt in der ganzen Debatte. Und da müsste jetzt auch tatsächlich mal von der Regierung ein Punkt gesetzt werden, zu sagen, okay, da kommt jetzt noch was und was kommt und dann bitte aber auch mit den Betroffenen, sprich mit den Unternehmensverbänden, muss man dann auch noch mal einen fairen Dialog führen, weil das habe ich jetzt auch aus dem Kommentar von Herrn Rindlager rausgehört, dass letztendlich ja offensichtlich auch gar nicht so wirklich mit den Unternehmen da gesprochen wird. Oder war das jetzt eine Falschannahme? Nein, das ist richtig.
habe mich da auch nochmal rückversichert. Bei den meisten Unternehmen ist die erste Umfrage von diesem nationalen Aktionsplan gar nicht angekommen oder im Spam gelandet und deswegen musste sie nochmal gemacht werden. Und die Fragebögen haben also auch Leute, die in Unternehmen verantwortlich sind für die Themen Nachhaltigkeit und Social Responsibility, teilweise an den Rand der Verzweiflung gebracht, weil sie gar nicht das, was sie tun, unterbringen konnten und durch bestimmte Fragen halt eben, ja, als ihr macht zu wenig gewertet wurden. Und das ist kein Dialog. Ja. Also ehrlich gesagt ist das auch mein Eindruck. Ich war bei verschiedenen Veranstaltungen von Verbänden, den NGOs und dann wieder der politischen Seite. Ich hatte den Eindruck, jeder spricht über den anderen, aber es ist zu wenig gemeinsamer Austausch. Der Wille ist doch eigentlich da, denke ich mir da immer. Aber wie kommt man zusammen und wie kann man vor allem wirklich die Einbindung der KMUs auch erreichen und wirklich auch die Sorgen ernst nehmen? Frau Weser, haben wir da irgendwas? Was können wir tun? Naja, also indem man halt tatsächlich auch immer wieder Aufklärungsarbeit leistet, das Gespräch mit allen Parteien sucht und nicht nur mit den politischen Parteien, sondern eben auch mit den Playern in dieser Diskussion. Und um eben nochmal zu dem Gesetzentwurf, der ja noch nicht da ist, aber das ist auch so ein bisschen, was mich immer tröstet. Es gibt einen Politiker, ich glaube der SPD, der mal gesagt hat, kein Gesetz kommt so aus dem Bundestag raus, wie es reingekommen ist. Also auch da werden ja wahrscheinlich noch sehr viele Debatten dann drum geführt werden. Die Frage ist halt einfach, ist jetzt in dieser kurzen Zeit bis zu den Bundestagswahlen überhaupt noch der Raum da, um so ein doch schwerwiegendes Projekt noch über die Rampe zu heben? Ich habe momentan den Eindruck, dass Altmaier auf Zeit spielt. Auf der anderen Seite, auch wenn man jetzt von letzter Woche nochmal ausgeht, wo ja doch auch viele Unternehmer auf einmal sagen, wir brauchen das, da habe ich persönlich den Eindruck, das ist mehr die Angst, dass es nach einer neuen Bundesregierung, wo vielleicht die Grünen mit in der Regierung sitzen, dass es dann auch schlimmer werden kann, dass man sagt, dann machen wir es lieber jetzt und Augen zu und durch, weil bevor es noch dramatischer und drastischer wird, dann lass es uns lieber jetzt machen. Aber das ist ja auch nur ein Akt der Verzweiflung, das kann es ja am Ende des Tages auch nicht sein. Und ich denke jetzt einfach mal, es gibt ja tatsächlich, wir haben die OECD-Leitsätze, wir haben die UN-Richtlinien etc. Und man könnte diese ja auch entsprechend in die Unternehmen mit reintragen. Und viele machen es tatsächlich ja auch schon in ihren Unternehmensleitlinien. Und dann aber sagen, es gibt einen gewissen Sanktionsmechanismus, den man einsetzt. Aber wo ich mich tatsächlich gegen verwehre, ist diese zivilrechtliche Haftung. Ich finde, das ist einfach einer zu viel. Das ist too much. Das kann man den Unternehmen nicht zumuten. Und nochmal, hier auf nationaler Ebene macht es meiner persönlichen Meinung nach wenig Sinn, weil wir schließen uns damit selbst aus dem Markt. Und wenn wir es auf europäischer Ebene machen, dann haben wir wenigstens noch eine Marktmacht dahinter, es weltweit durchzusetzen. Zumindest mal in vielen Ländern, wahrscheinlich auch nicht in allen. Und wir haben Level Playing Field für alle Länder in der EU. Ja. Ich wollte auch gerne noch zu dem Punkt europäische Ebene was sagen. Weil gleichzeitig habe ich noch eine Frage aus dem Chat an dich, denn ich würde gerne jetzt in den letzten Minuten die Fragen aus dem Chat abarbeiten und an Sie alle nochmal stellen, damit ich zumindest als Moderatorin heute noch ganz gut wegkomme bei allem. Wir kommen alle gut weg, aber wir werden auf keinen grünen Nenner und keinen perfekte Lösung da haben. Eine weitere Frage zu der Ergänzung, die du vornehmen möchtest, Mann, ist die Frage, könnte man die Sanktionsregeln nicht gestaffelt und nicht sofort einführen? Wäre das eine Lösung, um auf die Unternehmen zuzugehen? Konkrete Frage aus dem Chat an dich. Ja, genau, kann ich gerne was zu sagen. Genau, also einmal zu der Frage, also ich finde jetzt, das klingt auch immer so ein bisschen so in der Debatte so, naja, also so ungefähr, warum machen wir das denn nicht, also so entweder oder, entweder wir machen ein Gesetz hier oder halt in Europa, das wäre doch viel besser. Und letztendlich ist es ja so, dass internationale Standards genau wie europäische Vorgaben, insbesondere Richtlinien, natürlich ja auf nationaler Ebene umgesetzt werden sollen. Es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt eine EU-Richtlinie zu diesem Thema haben, dann haben wir uns halt auf europäischer Ebene geeinigt, Level Playing Field, alles super.
und national brauchen wir nichts mehr zu machen. Es sei denn, oh, wir hatten da vorher blöderweise schon dieses doofe Lieferkettengesetz verabschiedet. Was machen wir denn damit? Das ist ja jetzt überflüssig. Also ich finde so, wenn ich da ganz kurz nur einmal ins Wort fallen darf, das ist ganz einfach. Das ist auch wieder der Bürokratismus, der dahinter steht. Das heißt, die Unternehmerschaft stellt sich auf ein nationales Lieferkettengesetz ein, dann werden da Mechanismen in Gang gesetzt, man schließt Verträge ab etc. Dann kommt ein europäisches, das wird dann wieder in nationales Recht noch angepasst. So, und dann passen wir uns wieder an. Das heißt, wir haben nochmal einen zusätzlichen Anpassungsprozess dazwischen. Das hört sich erstmal vielleicht nicht so viel an, ist aber für ein Unternehmen und gerade für die kleineren eine Riesenhürde. Genau, letztendlich ist es ja aber so, dass auf europäischer Ebene schon sehr konkret an einer verbindlichen Richtlinie zu Sorgfaltspflichten für Menschenrechte und Umwelt gearbeitet wird und schon Anfang diesen Jahres sozusagen oder beziehungsweise jetzt schon eine Konsultation der EU-Kommission dazu läuft. Und wie ich schon erwähnt hatte, wird das voraussichtlich in einer Richtlinie erfolgen. Das heißt, Deutschland müsste das sowieso in Form von einem eigenen Gesetz umsetzen. Der Sorgfaltspflichtenstandard richtet sich ja nach den internationalen Prinzipien. Das heißt, da wird über die EU-Ebene nichts anderes kommen, als sozusagen wir das national ausgestalten würden, mal abgesehen davon, dass Deutschland dann sozusagen im Rahmen dieser Umsetzung sowieso die Freiheit dazu hat. Und das Einzige, was dann quasi national ausgestaltet werden würde, ist halt genau dieser Punkt, der ja auch angesprochen wurde, die Durchsetzung. Also wie kriegt man Unternehmen eigentlich dazu, diese Pflichten auch einzuhalten? Das müsste dann sozusagen, das ist ja klassischerweise so, dass man sich das sozusagen national überlegt. Und insofern ist es also kein Problem, wenn Deutschland jetzt mit einem Lieferkettengesetz vorangeht, die deutschen Unternehmen sich schon mal sozusagen daran gewöhnen können und dann sozusagen man in ein paar Jahren auf europäischer Ebene eine einheitliche Regelung dazu hat. Weil dann sozusagen einfach die anderen Mitgliedstaaten noch mitziehen und innerhalb dieses Prozesses hat es natürlich eine enorme Wirkung auch für das Zustandekommen der EU-Richtlinie, wenn Deutschland sozusagen sagt, okay, wir gehen bei diesem Thema voran, wir gehen auch mit eigenen konstruktiven Vorschlägen rein. Das sozusagen erstmal auch so zu dieser Idee und warum es halt sinnvoll wäre, dass Deutschland jetzt, obwohl sozusagen wir gleichzeitig auf EU-Ebene einen Prozess haben, bei diesem Thema weiter vorangeht. Genau. Und zu der Frage des Durchsetzungsmechanismus, wie könnte man das ausgestalten? Letztendlich, ich glaube, da sind wir uns drüber einig, wäre es natürlich schon wünschenswert, dass Unternehmen da jetzt nicht einfach nur zu irgendwas verpflichtet werden, sondern dass das dann halt im Zweifel auch Konsequenzen hat, wenn man sich nicht daran hält. Und dann kann man natürlich sagen, okay, das sind jetzt irgendwelche Sanktionen, meinetwegen auch gestaffelt. Also es wäre wahrscheinlich sowieso so, dass man dieses Gesetz mit einer gewissen Übergangsfrist ausgestalten würde, damit die Unternehmen halt auch Zeit haben, sich auf die neuen Standards einzustellen. Und der Punkt bei der zivilrechtlichen Haftung ist ja ganz einfach nur, dass ja Fälle denkbar sind, wo ein deutsches Unternehmen, wie das auch in diesem sogenannten Kick-Fall so war, 70% irgendwo produziert. Da sind ganz offensichtliche Sicherheitsmängel gegeben. Das Unternehmen macht trotzdem nichts, hält seine Pflichten nicht ein und dann sterben da ganz viele Menschen. Und bislang ist es halt so, dass diese Menschen in der Regel keine Chance auf eine Entschädigung haben. Und nur über diesen Mechanismus einer zivilrechtlichen Haftung, die natürlich wirklich nur für so ganz schwere Fälle von offensichtlichen Verstößen gilt, hätten die Betroffenen die Möglichkeit, anders als das bisher der Fall ist, eine Entschädigung zu bekommen. Und das, finde ich, ist meiner Meinung nach aus menschenrechtlicher Perspektive deshalb schon ein sehr entscheidender Mechanismus, der zum Beispiel auch ganz klar in den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, auch da ist ganz klar vorgesehen, dass der Rechtsschutz für die betroffenen Menschen verbessert werden soll. Und vielleicht auch nochmal zu dem französischen Gesetz. Sie hatten ja gesagt, Herr Rindlage, dass da keine Haftung vorgesehen ist. Das stimmt einfach nicht. Nach dem französischen Gesetz können Betroffene in Schadensfällen, wenn Unternehmen ihre Pflichten verletzt haben, klagen. Das war in Frankreich anscheinend selbstverständlich und kein Problem. Also diese Debatte, die wir hier in Deutschland haben, dass das irgendwie alles gar nicht geht und die Unternehmen total überfordert, scheint in Frankreich, obwohl die ja auch große, starke Unternehmen und ja, eine einflussreiche Wirtschaftslobby haben, scheint es irgendwie trotzdem nicht so ein Problem gewesen zu sein. Und vielleicht auch nochmal zu Ihrem Punkt, dass die Interessen der Unternehmen ja so wenig berücksichtigt werden. Also mein Eindruck ist, dass sozusagen das Wirtschaftsministerium in dem jetzigen Prozess doch die Interessen der Unternehmen eigentlich ganz gut vertritt. Also ich weiß nicht, warum Sie sich da
nicht genug repräsentiert fühlen. Ich liebe es, wenn sich die Panelisten direkt ansprechen und die Moderatorin sich immer mehr zurücklehnen kann. Herr Rinklage, das macht es leicht für mich. Sie dürfen gerne nochmal auf Marin Leifka antworten und natürlich auch auf Frau Wesers Statement vorab. Ich würde aber gerne noch zwei Fragen aus dem Chat, die direkt an Sie gerichtet sind, nochmal anknüpfen gleich. An mich? Nein, an Herrn Rinklage, okay. Und Ihnen gebe ich dann das Schlusswort. Herr Rinklage, die Frage ist nämlich nochmal an Sie gewesen. Sehen Sie nicht auch vielleicht Wettbewerbsvorteile, die entstehen können, wirklich für Sie als Unternehmer, als Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen in Deutschland? Die Frage würde ich dann gerne auch nochmal an Sie richten, Frau Weser, abschließend. Und die zweite Frage, die an Sie direkt gerichtet war, Herr Dr. Rinklage, ist, analog zu der CE-Erklärung bei Geräten, die dann schon eine Risikoabschätzung umfasst, könnte man nicht sagen, dass wirklich das menschenrechtliche Sorgfaltsprinzip im Lieferkettengesetz wirklich als Analogie verstanden wird? Eine Frage, die direkt aus dem Chat an Sie kommt. Also zunächst mal zu der Frage, ob wir uns genug vertreten werden, fühlen als Unternehmen durch das Wirtschaftsministerium. In dem Fall ehrlich gesagt nicht. Also in meiner Wahrnehmung wird das im Wesentlichen durch das Ministerium von Herrn Müller und von Herrn Heil zurzeit vorangetrieben. Und das Wirtschaftsministerium ist sehr spät mit einbezogen worden und tritt jetzt auf die Bremse und sagt, so geht's nicht. Aber eine wirkliche enge Kommunikation mit der Wirtschaft erlebe ich da an der Stelle auch nicht. Vielleicht liege ich da falsch, nur mein Eindruck ist eben, dass das Wirtschaftsministerium da eher im Hintergrund etwas tut. Und bei einem Gesetz, das Pflichten der Wirtschaft regelt, sollte es meiner Meinung nach auch zumindest mit im Driver Seat sitzen. Ja, vergleichen mit der CE-Kennzeichnung oder erhofft man sich davon Wettbewerbsvorteile, ist meiner Meinung nach nicht ganz vergleichbar. Denn eine CE-Kennzeichnung sagt ja aus, das Produkt ist verkehrsfähig in Europa. Und natürlich könnte man auch ähnlich vorgehen und sagen, ein Produkt, das eben nicht über eine entsprechend transparente Lieferkette und ausgeübte Sorgfaltspflichten hergestellt, eingeführt wird, ist nicht verkehrsfähig. Nur habe ich bei einer CE-Kennzeichnung einen rechtlichen Rahmen, der relativ klar ist. Ich habe europäische Verordnungen oder Richtlinien. Ich habe national bzw. europäische Produktnormen. Es gibt, je nachdem, was für Kategorien es sind, gibt es Pflichten an den Hersteller eines Produktes, an den Importeur oder sogar die Pflicht, externe Prüfstellen und so weiter mit einzubeziehen, bis eben die CE-Kennzeichnung angebracht werden darf. Also sie weist aus, ich habe mich an konkrete Vorschriften gehalten. Und das wäre sicherlich auch vorstellbar im Bereich Lieferkette, nur das ist ja genau mein Punkt, dass eben die konkreten Vorschriften hier fehlen und sehr viel Rechtsunsicherheit im Raum ist, sehr viel Risiko, was letztendlich beim Unternehmer bleibt, der kann was tun und weiß aber letztendlich erst, wenn es zu spät ist, ob es genug war oder nicht. Und wenn er zu viel getan hat, hat er die Kosten und hat nichts davon. Wenn es zu wenig war, dann hat er trotzdem den Schaden. Und deswegen ist der Vergleich nicht hundertprozentig richtig. Wenn es wirklich konkrete europäische Regeln gäbe, die, sag ich mal, checklistmäßig von allen einzuhalten wären, denn nur wenn die einzuhalten sind, gibt es ein CE-Kennzeichen, auch für den Punkto Lieferkette, dann wäre das so. Nur so ist es halt jetzt durch das Vorhaben eben nicht vorgesehen. Ja, und ein Wettbewerbsvorteil, ich hatte eingangs ja gesagt, aus meiner persönlichen Perspektive, der Perspektive unseres Unternehmens, könnte ich mich auch zurücklehnen und sagen, interessiert mich nicht, wir machen ja alles. Oder ich unterschreibe auch, jawohl, finde ich gut, Sorgfaltspflichtengesetz, weil wir machen ja alles. Nur da geht es mir nicht drum. Es geht ja darum, dass wir hier ein Gesetz brauchen, das wirklich für die gesamte Wirtschaft taugt und umsetzbar ist und keine rechtlichen Unsicherheiten auf die nächsten 20 Jahre hinweg schafft. Und jedenfalls Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Ländern, die es nicht umsetzen, die dann eben nicht transparent sind. Denn wer was tut, kann es immer sagen. Wer nichts tut, kann trotzdem sagen, er tut was. Und wer nichts tut, wird es keinem erzählen. Und letztendlich entscheidet dann auch wiederum der Verbraucher. Und wenn der Verbraucher sich die billigste Milch und das billigste T-Shirt kauft, kann er eigentlich ja auch wissen, dass da was faul sein muss. Ja? Und ob da ein Label hilft und dergleichen, wage ich zu bezweifeln. Meiner Meinung nach brauchen wir, ich sage es nochmal, einen wirklichen gleichen Rechtsrahmen, einen konkreten Rechtsrahmen und das auch nicht nur national, sondern übernationalen Ebene. Und dann erreichen wir auch das Ziel und haben auch gleiche Wettbewerbsbedingungen. Vielen Dank, Frau Weser. Wir haben es gehört, Sie haben gleich noch zu tun, müssen ins Plenum im Bundestag eine Rede halten, während wir endlich zu unserer Brotzeit, ich komme aus Bayern, gehen dürfen. deshalb
Deshalb Sie haben als Letzte das Wort heute Abend. Ja, gerne. Ja, ich wollte noch, aber noch ganz kurz, das muss ich sagen, wir hatten ja eben noch über das französische Lieferkettengesetz kurz gesprochen und da muss ich ganz ehrlich sagen, also so super funktioniert das auch nicht, weil in Frankreich nämlich keiner weiß, welches Gericht tatsächlich dafür zuständig ist. Da gibt es also riesen Diskrepanzen. Ich glaube, mittlerweile ist ein einziger Fall überhaupt mal verhandelt worden. Und am Ende des Tages muss man sagen, es ist ein Rohrkrepierer. Ja. Und es sind ja auch sehr wenige Unternehmen, die betroffen sind in Frankreich. Ja, sind es 150 also ich glaube 150 oder, ja. insgesamt. Ja. Also insofern ist das auch so ein Feigenblatt, was man sich da gegeben hat, aber es ist nicht durchsetzbar. Und auch noch zu der Thematik KIK. Es ist natürlich schwierig, auch für so einen großen Laden wie KIK. Ich meine, hier geht es ja um das Baurecht in Bangladesch. Und das ist alles schlimm, was da passiert ist. Und man hätte auch mit Sicherheit bei Begehungen des Baus vielleicht Mängel feststellen können. Aber am Ende, das heißt, gebaut worden ist diese Fabrik ja mit Baurecht vor Ort. Und da ist eben auch, da fehlt mir dann tatsächlich auch ein Stück weit die Fantasie, wie wir auch gerade in Ländern, die jetzt nicht wie wir demokratisch gestaltet sind. Und das sind leider die Mehrzahl auf der Erde. Es gibt nicht so viele Menschen, die das Glück haben, in der Demokratie zu wohnen. Wie wollen wir in diesen Ländern dann tatsächlich Recht vor Ort auch noch kontrollieren? Oder wie will ein Unternehmer das machen? Weil wir es ja als Land auch nicht hinbekommen. Das nur jetzt noch gerade als Zwischenbemerkung. Sie hatten mich nach Wettbewerbsvorteil gefragt. Ja. Ich sehe den Wettbewerbsvorteil ganz klar auf europäischer Ebene. Ja, also ich glaube nicht an eine nationale Lösung. Ich glaube nur, dass wir gemeinsam in einem großen Verbund stark sein werden. Das trifft die Lieferketten, das trifft Menschenrechte zu, das trifft auch den Freihandel an sich, Freihandelsabkommen. Weil nur so, wenn wir gemeinsam was unternehmen, können wir international stark sein. Und dann können wir auch, und das sollte auch unsere Idee und unsere Vision sein, international Standards setzen. Aber das geht meiner Meinung nach nicht auf nationaler Ebene. Das bekommen wir tatsächlich nur auf europäischer Ebene hin. Und insgesamt muss man sagen, da waren wir uns ja auch, glaube ich, alle einig, dass die Idee hinter einem Lieferkettengesetz ja richtig und gut ist. Aber gut gedacht ist halt auch nicht immer gut gemacht, sondern eher in dem Falle schlecht gemacht. Ich habe die Befürchtung, wenn wir es so durchsetzen, wie es momentan intoniert wird, dass es sogar den Menschen, denen wir vor Ort helfen wollen, eher schadet, weil sich gerade die Leute und die Unternehmen, die sich vor Ort sehr engagieren, wahrscheinlich aus diesen Märkten zurückziehen, weil das Risiko für die Unternehmen vor Ort nicht mehr beherrschbar ist. Und insofern ist da auch mein Appell immer wieder Richtung Heil und Müller, dass wir da unbedingt dran müssen. Wenn wir wirklich was Gutes tun wollen, dann müssen wir es anders machen. Mit diesem Lieferkettengesetz wird es nicht funktionieren. Wir arbeiten weiter an der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht. Liebe Damen und Herren, Sie haben es gehört, alle Panelisten sind sich einig. Ich weiß sowieso, stimme allem zu, bin immer für die Menschenrechte. Wir werden heute keine Einigung mehr erzielen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Deshalb noch ganz kurz der Werbeblock am Ende. Am 4.2. können Sie sich anmelden zu einer Diskussion der Friedrich-Naumann-Stiftung zum diplomatischen Beziehungsstatus. China ist heute erwähnt worden. Dort geht es am 4.2. um Taiwan und die Zukunft der Taiwan-Politik. Ganz spannend auch. Vielen Dank im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung, dass Sie dabei waren, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen und melden Sie sich wieder an. Schönen Abend.